So, willkommen zurück an die Zuschauer. Genau, wir spielen jetzt hier weiter. Zurück zum Spiel. Andi, seit wann heißt die So, Zuschauer mit Nachnamen? alle erinnern sich ja, dieses Villager-Haus wird jetzt gerade gebaut, beziehungsweise da müssen noch die Umgebungsverhältnisse etwas angepasst werden. Also deiner. Borki? Ja, Ja, meine Leute Mhm. um mich herum, die müssen angepasst werden. Manche müssen weg. Erinnerst du dich an den Wie Namen, den zum ich vorhin Beispiel erwähnt Lea. hatte, wo du meintest, dass ich das gesagt habe? Ja. Eine Sekunde später finde ich hier in meinem Spielstand den Spieler Vladan Stefanovic. Spielst du gerade Fußballmanager? Ja. Mensch, wo bestellen wir jetzt deiner? Nee, Der meiner. eine spielt Minecraft, der andere spielt Fußballmanager, die anderen erkundigen sich, wo sie Essen bestellen. Das ist ja eine ganz wilde Aufnahme hier. Ja. Ich habe meine Eine ganz ganz eigene wilde Gans. Gans. Das nächste sage ich lieber nicht. Gans als Autor. Genau. Ganz genau. Was sagt denn da der Thorsten Bauer zu? Eher so ein capricciosa Salat. Jetzt machen wir keinen Hunger. Capricciosa. Dann bestellen wir Cocktail. gleich irgendwo. Was? Bestellen wir gleich irgendwo. Ich will ja nicht leaken, wo ich wohne, aber ich gehe gleich heute Abend zu einem bestimmten, zu einer bestimmten Veranstaltung, wo man was lecker essen und trinken kann. Meinst du etwa du meinst jetzt nicht das Wohnungsquadrat, oder? Nein. Du meinst wahrscheinlich dann Ich meine warte, DE. leider, Ich warte, meine warte, warte. DE. Frau Piep von Fleischer. Achso, ich dachte, du meintest jetzt tatsächlich den, warte. Wünschte, mein Computer würde sich nicht jedes Mal so anhören, als würde er verdecken. Dachte, du meinst den Hahnschwanz-Tagesende. Oh mein Gott, Cocktailabend. Jetzt muss Jetzt ich's musst du piepen. piepen. Pimmelpenisabend. Jetzt musst du es erst recht piepen. Das sage ich. Wieso schaffen wir es eigentlich immer, Sagen. dass wir am Anfang der ganzen Aufnahme jeweils immer was piepsen müssen? Weiß ich nicht. Weil wir so versaut sind. Weil Ja. einfach jedes Mal was Optimismus geklickt einfach. werden muss, weil es bei uns wohl piepst. Oder wie Esther sagen würde, sag mal, piept's noch? Hallo, Ich wie glaube, bei dir hat geht's das letzte Pieps schon aufgehört. noch? Okay. Gesundheit. Man kennt mich auch unter dem Synonym der Französischlehrer. Okay. Wer auch immer das sagt, dieser Mensch tut mir sehr leid. Dass ich der Französischlehrer Si, Wir müssen uns neue Bienen holen und mal einfangen, glaube ich. Einsperren in eine Glaskasse oder so. si, Hör auf ja. damit. CC Drake. Das war jetzt was für Insider. Nein, ich nähe es später. Nein. Un día afuera. Afuera. Um die Afuera. Was heißt das Nach überhaupt? außen. Um Nach draußen. Wörtlich übersetzt. Woher weißt du das? Hattest du Spanisch? Ich habe es gegoogelt, weil ich auch wissen wollte, was es bedeuten soll. Ah, kam das also schon mal vor und du wolltest wissen, ob du es drin lassen kannst? Nee, ich Das erzählst du wollte einfach keinem nur Lama. wissen, was das bedeutet, was die da redet. Okay.
Nein, Guten nein. Morgen. Nicht abgehen. Nicht Ich nur nehmen. prüfen. Nein, nein. Ist okay. Nicht nehmen. Ich nehmen. Ja. Ja. Nun, Ja. Bitte, was? Bitte, um den Bogen zu was? spannen zur ersten oder zweiten Folge, werden wir jetzt auf politischer Ebene diskutieren. Nein. Warum sitzt sie immer auf der Kiste, wo ich dran muss, wenn du dich nicht sofort verpisst? Piepst. Verpiepst. Piepst. Genau. Ah, verhext. Ist Fred hier? Dieses hey. Das ist eigentlich ein typischer Fred gewesen. Obwohl man ihn noch bekommt. So, um Bergschäden zu vermeiden, müssen wir natürlich hier alles wieder vollstopfen. Ist Gesundheit. okay. Ich bedanke mich sehr unfreundlich und sehr nicht herzlich bei Ihnen. Hör jetzt auf. Na mei, da brat mir aber einer einen Storch. Cool, ne? Na stopp. Ah, gehst du Schneefarm, okay. Coolio. Sieht. Oh mein Gott, wie falsch sieht das aus? Oh mein Gott, Dennis. Flaschendoppelkorn, Dennis. Oh mein Gott, Andi, Dennis. geh noch mal ganz nah Ganze daran, Flasche? bitte. Sieht doch irgendwie falsch aus, oder? Oh mein Gott, Dennis. Flaschendoppelkorn, Dennis. Oh mein Gott, Dennis. Was denn, du hörst gerade? Ihr seid Meinen sehr, Banger sehr zeigen. komische, nee, sehr, sehr komische Männchen. Warte, warte, warte. Ihr verwirrt mich wie einen Lachs, den man gestern noch braten wollte, aber es vergessen hat aufgrund Dummheit. Warum? Das war gefühlt nicht. Schneebälle. Wofür brauchen wir Schneebälle? Gar nicht, ich generiere gerade einfach extrem viele. Für den Waden. War denn da einer? Ich gehe jetzt. War niemand zocken damit Nerven. Warum fliege ich eigentlich gar nicht raus? Ey, in der letzten Aufnahme bin ich null Warte. Mal rausgeflogen. Was soll die Zuschauer denken? Alternus, als ob du auf dem hier auch schon drauf warst mit Dings. Ja, ich kann es ja Nein, beweisen. war er nicht. Was? Natürlich. Ja, wieso? Nein. Ich kann es Ja. beweisen. Ich kann dich gleich bescheißen. Das machst du sowieso. Mit dem Gernsten. Ich habe gerade leichte Fantasien, die haben zu tun mit Gewalt an Paul. Warum denn an mir? Gewalt an Minderjährigen, das finde ich Oh gut. Das sollte Mist, doch in stimmt, Frage stimmt, stimmt. Natürlich nur in-game, das ist ja wohl hoffentlich logisch. Obwohl, Ja, Paul, was wenn du auch das nächste Mal wichtig da ist, dass bist. man auf jeden Fall Frauen nicht respektiert und achso. Aber gehen dir diese Scheißbälle nie aus? Oh, Nein, Charlotte, ich das arbeite in steht einer drauf, das sind keine Schneeballfabrik. Scheißbälle, das sind Schneebälle. Also bitte. Andi, wir müssen uns neue holen. Oh, Paul, hast du schon wieder kaputt gemacht? Nein, nein! Ja. Nein, nein. Afuera. Undi afuera. Ja, wenn man. Nein, nein. Nein, 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 Egal. nein, nein, nein. Wie viele Schneebälle hast du denn genommen? Sind getan, Leute. Nein. Ein ganzes Jahr voll. Ach, Ja, aber wir gehen die Schneebälle nie. ja. Arbeitest du in einer Schneeballfabrik? Das habe ich gerade schon gesagt. Ich auch. Ich arbeite in einer Schokoladenfabrik. Schneefallfabrik?
arbeite in einer Waffenfabrik. Oh, also, arbeitet in der Waffenfabrik. Okay. Oh. Ein F an Friedrich? Wieso ist der F? Ach, 14, ne? Ja. Nee, ich habe gerade eine Nachricht gesehen, die ihr leider nicht sehen könnt. Wie kann man Schneeball unter Wasser werfen? Du kannst auch Schneebälle im Nether werfen, aber kein Wasser platzieren, also was soll ich dazu sagen? Boah, wow, der Eisengrund ist aggressiv auf mich, obwohl ich ihn nur mit dem Schneeball abgeworfen habe. Vielleicht mag er keinen Schnee. Das wirkt gerade irgendwie so. Vielleicht ist ihm schon kalt. Ein bisschen Clown oder so? Ja. Also mit Clown hast du andere Sachen zu tun, aber... Das fällt dir aber früh auf. Du hast doch mit Clown eigentlich was anderes zu tun. Also ein kleiner Knecht. Ich? Du bist auch ein Knecht. Ich musste gerade meinen Banger zeigen und dafür habe ich sogar Planet Zoo geschlagen. Ich werde dich gleich knechten. Es dauert immer so lange zum Laden. Morgen werde ich dich knechtigen, denn sie ist nicht prächtig. Ich bin nicht trächtig, deswegen knechte ich somit. Aber ich habe hier jemanden mitgebracht, guck mal. Super. Ja, super. Echt super. Ja, und was glauben Sie, auf welchem Platz landen Sie am Ende der Saison? Ja. Ist alle. Was? Ist alle? Ist alle. Ist alle. Moshallah. Inshallah. Hey. Er schläft noch nicht. Dein Anus. Oh, ich glaube, ich habe hier einen Besuch. Nee, doch nicht. Sich an deinem Gesicht. Oh Gott, the Queen. Bitte einmal aus und wieder einschalten. Oder gerne auch auslassen. Klick. Das hat richtig, der Ton hatte richtig Resonanz. Meiner? Ja, dieses. Das hat voll gebrummt. Okay, ich merke das. Die Stelle, die resoniert richtig, ja, da hast du allerdings. Schon mal über eine Karriere bei DSDS nachgedacht? Das hast du zu mir letztens auch gesagt, jetzt weiß ich, dass es ironisch gemeint war. Bei Dennis meine ich alles ironisch, weil er halt nichts kann. Spaß. Ich zeig dir gleich was. Oh nein, bitte nicht Gefrohligung machen. Kannst du bitte Gefrohligung? Hallo? Right? Ich werde eine Gefrohligung in dein Gesicht machen. Sehr gut, das gefreut mir. Das gefreut mir. Sehr gut. Mit Ruder der Katze. Womit? Ja. Will ich mitmachen? Guck mal, du bist schon fast fertig. Bin fast fertig. Du bist fertig wie ein Lachs. Mit kleinen grünen Augen. Warum hat ein Lachs grüne Augen? Eine grüne Augen. Deine. Weil du mir auf den Sack gehst.
Das ergibt keinen Sinn. Du kleiner Spast. Ich hau dir ein aufs Maul. Bist du sicher, dass du nicht lieber mit Bonky aus Maul haben bei uns willst? Sind gerade irgendwelche Leute unten oder haben irgendwelche Menschen geklingelt und ich höre Leute reden und ich bin gerade einfach nur gespannt, wer das ist. Das Problem ist, ich bin auch zu faul runterzugehen. Und dann, deswegen. Lass Aufnahme am besten laufen, damit, damit wir auf YouTube haben, wer der Betrüger ist, ne? Von, ja, von Tür, ja. Türsachen, Türgeschichten. So. Okay. Es gibt ja manchmal so Betrüger, die dann irgendwie Wertsachen mitgehen lassen, so. Wir wollen meine Teppich, deine Teppich reinigen lassen? Deine Teppich morgen weg? Ja. Computer has Virus? Ja, das hatte ich letztens. Ich hatte no, no. Computer not Virus haben. Not a good no, thing. Your computer has Virus. You downloaded free Minecraft. Mhm. Seien Sie es. Seien Sie dabei. Ich freue mich auf Sie. Ja, genau Sie's. Snans. Nehmen wir an, Snans, Sie wollen scheißen. Wie viel Code wird miteinander kombiniert? Was? Hey, ja. Hey, 0,1252525 wäre die richtige Antwort. Nee, das war die falsche Antwort. Die richtige Antwort wäre kurze und lange Scheiße in. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. In Guatemala. Denn in Guatemala gibt es Guatemala. Guatemala? Wie bescheuert. Und hey, aber es gibt doch gar keine Guatemala? Spaß. Gibt es gar nicht. Achso. Soll ja nicht mit Kanonen auf Spasten schießen. Das ist aber ein Zufall. Ich habe gerade eine Spastenkanone entwickelt. Jo. So. Schade. Klett ja happen können. Warum ist hier ein Pfeil? Weil ich gerade nicht getroffen habe beim Schuss auf den Dings. Bist du irgendwie komplett lost? Ob du komplett lost bist? Jetzt habe ich den Tintenfisch hier weggesniped. Warte mal. Verpiss du dich jetzt mal. Rudolf, der rotgenaste Regentier. Okay. Der Rotgenaste. Wer kennt ihn nicht? Rudolf. Rudolf? Genau. Ich wohne in Bludenz. Wie viel Schaden hat der gemacht? Ich hab doch so einen Fulldia und der Eisenglimm kann immer noch 7 Herzen Schaden mal rein. Der Eisenglimm? Glimm. Du hast Ohrenprobleme. Kann man das so machen oder kann man das so nicht machen? Hat jemand Seelenzahnt? Ja, May braucht den Seelenzahnt. Du kannst einfach einen Neta geben und dann hast du direkt Sehnsamt von deiner
Prise. Ich war noch nie im Neta. Dann ich finde es hier draußen, Neta. Ah. Ah, ha, 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 ha. Rum. Was? Witzig. Ich finde es lustig, was du manchmal für lustige Sachen sagst. Das finde ich lustig. Das ist aber sehr, sehr ehrenhaft. Bitte. Bitte. Geh einfach. Warum ist hier ein Fallschacht? Ah, ein Starfuhl. Genau. Kann man das so machen nebeneinander? Ja, ne? Nein, was denn? Das fliegt da nicht hoch, raus. Ne? Nein. Ja, das müsste klappen, glaube ich. Ich meine nicht Wasser hoch und runter, sondern überhaupt, ob da zwei Wässer nebeneinander sein können, ohne dass es dann da doch irgendwie rausfliegt, fließt. Tut es nicht, ne? Nö, die beiden Schilder sind nicht. Gut. Gut, dass ich noch genau eine Fackel habe. Rose kaufen? Das keine Junge. Ja, Rose haben. So. Ich habe keine Geld, ich kann dir geben eine Fisch. Eine rohe Fisch? Ja. Nein, eine rohe Fisch. Aber wie gut, dass niemand weiß. Der scheint einen Rümpelstilzchen heißen. Dein Name? Dein Name heißt Rümpelstilzchen? Rümpelstilzchen. Yes. Gerümpel. Mein Haus wohnt irgendwo in Deutschland. Schland. Russland. Dim, 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 dim. Ich war bald mit diesen 12 Dörfern, wo eine riesige Mondfarm bauen. Warum? Weil der Eisenbahnfarm entsteht nebenbei auch immer Mond. Weil die Golems, die dochen das einmal. Ne? Ja, aber warum sollten wir dann eine Farm davon machen? Ja, eine Eisenfarm brauchen wir. Du hast gerade eine Mondfarm gesagt. Ja, weil bei der Eisenfarm entsteht auch immer Mond. Deswegen habe ich gesagt, dass wir eine Mondfarm machen. Ach so. Das Abfallprodukt Eisen können wir dann jetzt mal. Ein richtiger. Ich heiße Andreas. Das ist eine weiße Lüge. Warte mal, wie mache ich das denn jetzt hier? Machen wir so. So. Ach so, genau, das war ja hier anders. Stimmt ja gar nichts von. Wen? Den Skeleton. Oh, der ist One-Hit von Memo. Skeleton. Wie war das? Mokolotive. In the Beninging. 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 Oh. Ich will eine Hasenpfote. Ich leg mich ins Bett. Der Hase nutzt seine Pfoten, um schnell wegzurennen. Wofür auch sonst? Ja. Und habe ich? Ich habe tatsächlich eine Hasenpfote bekommen schon wieder. Ich muss es nur vorher sagen, dann kriege ich auch eine Hasenpfote. Wo ist hier? Wo ist mein Geschenk? Wofür habe ich dich bitte auf mir pennen lassen? Wahrscheinlich hier. Ja, es ist tatsächlich da. Es ist hier draußen. Eine Phantomhaut. Jetzt habe ich schon 3 Phantom heute, obwohl ich noch nie ein Phantom geklatscht habe auf dem Server. Interessant. Ich bin so unfassbar. Scheiße. Es liegt scheiße. Wie nett sind wir eigentlich schon wieder?
Wahre Freunde erkennt man daran, dass man da was Negatives einsetzt. Korrekt. Das kommt jetzt auch weg. So, ich glaube, ich muss jetzt Feierabend machen, weil ich ja jetzt weg muss. Du Keck. Was? Ich gehe jetzt auch auf, aber nicht für den ganzen Abend. Also ich komme nochmal irgendwann wieder. Deswegen sage ich schon mal Tschüss, meine lieben Freunde und Dennis. Wie gemein. Genau. Ich sage auch Tschüss, meine lieben Freunde und alle Mitspieler hier. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine lieben Freunde, David und Andi. Ach so, nee, nur und David. Oh. Du hast mich als deinen Freund bezeichnet? Ja. Das hat noch nie einer gemacht. Tja, ich bin dann einfach netter als Borki und Andi. Und alle anderen Personen. Ach so.